Yo, hallo alle zusammen, hier ist mein nächster Vlog und heute wollte ich mal noch mein Versprechen einlösen, einen meiner letzten Vlogs, die noch hochgeladen werden, wo ich gerade auf dem Weg war zum Rambler Bay Strand und da habe ich nämlich gesagt, ich werde euch mal ein paar Video-Eindrücke auch zeigen, beziehungsweise einen Vlog aufnehmen. Habe ich an den Tag nicht gemacht, weil ich einfach die Sonne genossen habe und schwimmen war und so. Und ja, habe es halt irgendwie auf jeden Fall vergessen. Aber heute bin ich hier nochmal da. Ist jetzt hier gerade Freitag. Das Video wird auch nicht heute noch hochgeladen. Aber trotzdem, heute ist halt jetzt gerade im Moment Freitag. Und ich bin hier wieder am Rambler Bay. Das ist hier der größte Sandstrand von Gozo und ja, man sieht, ist überschaubar, ist jetzt nicht der größte Strand, aber sehr schön mit feinem Sand hier und ja, ist auf jeden Fall ausreichend, noch nicht so voll, ist eigentlich kaum voll, wenn man es jetzt mal vergleicht mit anderen Stränden in anderen Ländern oder auch zum Beispiel die Strände auf Malta und so weiter oder die Blue Lagoon, wo ich ja gestern war und auch schwimmen war. Und hier kann man auch super schwimmen. Das ist eine gute Sache. Für viele ist jetzt gerade, im Mai, das Wasser noch ein bisschen zu kalt. Aber für mich ist es voll in Ordnung. 18 Grad geht klar. Ist halt erstmal ein bisschen kalt, wenn man reingeht. Aber dann ist es voll in Ordnung. Und wie man sieht, ich laufe auch ein T-Shirt rum, mein Steam-T-Shirt. Das heißt, es ist ziemlich warm, auch wenn es windig ist. Entschuldigung schon mal für die Windgeräusche, die hier bestimmt auch mit aufgenommen werden. Ja, vielleicht noch eine für manche interessante Information. Hier im Wasser, irgendwo da so, ist eine alte Mauer, die ist jetzt mittlerweile unter Wasser. Die wurde damals von den Rittern hier gab es hier vor mir im Wasser eine große Mauer, um Feinde abzuwehren. Das ist nicht an Land so leicht gelangen. Aber ja, das ist mittlerweile unter Wasser. Und ist aber noch da. Jo, und heute ist jetzt hier mein vorletzter Tag. Morgen ist mein letzter Tag hier, weil ich übermorgen am Sonntag morgen zurückfliege. Und werde mal gucken, was ich euch da noch so für coole Eindrücke mitgeben kann. Wenn ich wieder an einem neuen Ort bin, wo ich jetzt bisher noch nicht war, werde ich euch das auf jeden Fall wieder aufnehmen. Also ich denke mal nicht, dass das hier mein letzter Video sein wird. Und guck mal da oben. Seht ihr das? Da ist eine Höhle, wo jetzt auch gerade einige Menschen sind. Wo man hier natürlich nochmal einen tollen Blick hat. Ich auch mal zu tauchen herkomme und aus anderen Gründen und deshalb kommt das auf jeden Fall noch. Ich sage jetzt heute nicht und wir sehen uns dann in meinem nächsten Maltag.